So, liebe Fliegerkameraden, man hat sich ja nicht lumpen lassen und hat gleich nochmal eine Fliege ausgepackt, um bei den ersten Thermiktagen hier am 1. Mai im Norden von Berlin mal einen Thermikzuflug zu machen, um zu zeigen, was das Logbuch kann. Schaut mal, gestartet, aufgezeichnet, hier hoch auf 100 Meter, gesucht, nochmal gestartet, Thermik gefunden, ausgemacht den Motor und dann ging es nach oben, bis auf 600 Meter. Wir hatten hier Blauthermik mit einem milchigen Hintergrund, und ihr wisst es ja selbst, wie schwer man die Maschinen dann noch sehen kann. Bei Wolkensicht, da kann man ja noch höher, aber bei 600 Meter war absolut Ruhe, nachdem man ungefähr die Maschine 20 Sekunden nicht mehr gesehen hat und fast das Herz ein bis zum Hals hochschlug. Und ja, dann wieder abgestiegen, mit Klappen runter und dann vorbeiflug und gelandet. Das hat erstmal für den ersten Adrenalinschub gereicht in diesem Jahr. Und am gestrigen Tage war es ein ähnliches Wetter, aber die Thermik war wesentlich heftiger. Und hier mal einen Flug über einen längeren Zeitraum von ungefähr einer halben Stunde, da 26 Minuten. Man brauchte gar nicht weit hoch, also ja, man sieht es runter, zack, Thermik wieder gefunden und los, Thermik gefunden auf 300 Meter und dann abgeglitten. Das waren ungefähr in dieser Zwischenzeit fast 1,5 Kilometer, die geflogen wurden, einen neuen Bad gefunden, dann wieder zurück in dem Bad, den wir hier auch hatten, wieder hoch und dann gelandet. Also man sieht, man kann die Flüge richtig schön nachvollziehen, die man erlebt hat. Oh, das war auch ein interessanter Flug. Also hier vorbei, leichtes Steigen gehabt auf 200 Meter und dann wieder runter, Vorbeiflug, ja, tief über den Platz genagelt. Und dann wollte ich landen und finde in, was ist das hier, fast 30 Meter Höhe, wieder Thermik, Anschluss und komme wieder auf 100 Meter so und dann Schluss und dann vorbei und gelandet. War ein kurzer Flug. Es war einfach schön. Man kann es nachvollziehen, was hier passiert ist bei dem Barograph. Und ein großer Vorteil hier noch ist, dass wir nicht nur die Temperaturen uns anzeigen können und die Spannung über das, was wir eben gesprochen haben, sondern auch den Drehzahlmesser. Die Schalter, die hier sind, melden uns individuell, dort wo wir sie eingesetzt haben, in welchem Modus sich welche Situation im Modell befindet. Zum Beispiel ein Klapptriebwerk oder ein Fahrwerk. Ist das Fahrwerk eingefahren oder ist es ausgefahren? Das kriegen wir über diese Schalteransage in unserem Kopfhörer angesagt, ja, ob alles in richtigem Zustand ist. Eine hervorragende Sache und das macht das Logbuch auch so einzigartig. Die Schreiberfunktionen, so wie sie hier sind, kennen wir. Aber die Schalterfunktion, dass wir etwas kontrollieren können, was wir oben wichtig haben, wie Klapptriebwerke oder andere Funktionen, die für uns im Fluge wichtig sind. Auch bei den Jets gibt es Funktionen, die wichtig sind. Vielleicht gibt es irgendwie gleich Hoppertank leer, ja, dass man da anschließen kann. Und das kriegt man dann per Vario runter. Wäre eine Möglichkeit.